Willibald ist zurück. Herzlich willkommen. Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Letzte Folge war erfolgreich. Wir haben viel erledigt, viel erlebt und wollen jetzt genau da weitermachen. Wir haben ja vor einiger Zeit diesen kleinen Blocker Renala oder wie sie heißt. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Kann mir nicht jede Verflossene merken. Haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen und ignorieren sie jetzt eine Weile, weil wir jetzt ein bisschen was erleben wollen. Mal ein bisschen lauter. Wir haben noch einiges offen. Das letzte Mal haben wir zum Abschluss uns hier in diesem Mausoleum diesen traurigen, einsamen Ritter geschnappt. Jetzt können wir eigentlich diesen Weg hier nochmal lang reiten. Ich weiß nicht genau, was hier noch so vielleicht Leckeres auf uns wartet. Oder ist das der Ort, von dem wir kamen? Egal, ich reite da gleich nochmal hin, weil ich neugierig bin, ob hier noch irgendwas geht auf der Seite im Süden. Und dann haben wir natürlich hier noch ein neues Kartenstück und hier müsste auch noch ein neues Kartenstück sein. Das können wir uns auch nochmal gleich holen. Und dann schauen wir mal, wo wir noch weiterkommen. Hier ist ja... Wo ist Renala? Renna, wie heißt sie? Da irgendwo ist es hier. Ich glaube ja. Ist hier der Bosskampf? Ich glaube ja. Da kommen wir natürlich vermutlich erst dann weiter, wenn sie erledigt ist. Das müsste dann hier dieser Pfad sein, nehme ich mal an. Aber es geht ja vielleicht auch hier noch weiter durch diese Schlucht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir von hier vielleicht hier so links rüberkommen und hier lang. Vielleicht ist das auch noch ein möglicher Weg. Also da haben wir einiges zu entdecken und hier oben müssen wir irgendwie auch noch hinkommen. Hier so, dir ist ja noch etwas, ich weiß nicht, oder wir kommen halt dann später erst von dieser Seite und dann hier rüber und dann so. Kann auch sein, aber das checken wir jetzt einfach alles mal aus. So, als erstes geht's mal nach Süden. Da hinten, wobei wir können das eigentlich, wahrscheinlich ist es schneller, wenn wir uns dahin teleportieren. Und das gucken wir uns dann einmal an. War das jetzt schneller? Ja, das war schneller. Okay, und jetzt gehen wir in den Osten. Hier diesen Weg entlang. An der Klippe. Was ist da unten denn eigentlich? Oh, da ist noch so ein Johnny. Guck. Ach was. Wie komme ich denn da hin? Da muss es ja irgendeine Form von Aufzug oder so geben. Jedenfalls ist da der zweite, ob der weiß, dass sich sein Bruder oder seine Schwester oder sein Vetter oder sein Neffen oder sein Onkel schon platt gemacht hat? Keine Ahnung. Jedenfalls. Was haben wir hier? Aha, was ist denn hier? Oh, oh, shit! Oh Gott, da hätte ich mich erschreckt. Also hier ist jemand gestorben. Hinterlässt aber einen Klumpen Fleisch. Das ist auch ein interessantes Grab. Da will sich jemand erheben. Weißt du, andere Leute lassen sich verbuddeln und der lässt sich emporheben. Wahrscheinlich auch ein etwas ausgeprägtes Ego. Also hier bin ich sehr gespannt. Das ist ja riesig. Oh, das ist ein Drache! Weg mit euch. Boah! Kann das sein, dass es der größte Drache ist, den wir bislang gesehen haben? Okay, geil. Hier muss es irgendwo noch hingehen. Hier kann ja nicht einfach Sackgasse sein. Da sehen wir ihn nochmal. Wow. Aber irgendwer hat ihm auf jeden Fall diesen riesen Speer da in den Nacken gerammt. Ja, reiten wir mal hier an der Klippe entlang. Irgendwo muss es hier hingehen. Da hinten ist schon was. Guck mal. Oh, gigantischer Wasserfall. Da oben kommt man bestimmt auch noch rein. Was ist das? Oh, eine ekelhafte Kreatur.
mehrere ekelhafte Kreaturen. Ich zähle 4. Okay, das ist zwar das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Der hat auf jeden Fall den glücklichsten Tag gehabt, gerade, dass er nicht von mir erwischt wurde. So, was ist das hier für ein... Oh, da sehe ich schon so einen dicken Johnny, der da Patrouille läuft. Oh, da ist noch ein aktives Lager. Oh, das hat sich richtig gelohnt, hier hinzureiten. Wir müssen nicht die ganze Zeit gegen diese Olle anrennen. Warum hast du mein Pony gehauen? Okay. Ich weiß nicht, ob das mit Pferd so eine gute Idee ist. Okay, das war, hat er mich ganz schön gehauen. Der gute alte Dreiklang. Okay, warte, warte, warte! War noch nicht so weit. Okay, der ist ganz schön stark. Das hätte ich befürchtet. Ich bin auch super stark. Zu früh. Oh, 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 wir nähern uns hier was Köstlichem. Schwarzer Stahlgroßhammer. Das wird auch wieder eine Strength-Waffe sein. Wo ist sie denn? Ba-ba-ba-ba, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Zeig dich. Show me. Da! Stärke 25. Glaube 17. Ja, die können wir nicht richtig schwingen, leider. Talent beharren. Verankert eure Haltung im Boden. Sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Nicht schlecht. Können wir leider nicht nutzen. Weil wir einen anderen Bild haben. Und das, ich meine, es kommen jetzt wirklich viele von diesen Strength-Waffen. Das wäre schon echt cool. Ich lasse ihn einfach mal leben. Mal gucken, ob sie es mir danken. Sehr gut. Wenn jetzt auch mal eine Waffe kommt, die eher so auf Geschicklichkeit geht, das fände ich schon nice. Scouten wir mal hier rechts. Na, da ist noch so ein Hundimann. Oh Gott. Ey, was ist das? Das ist doch unfassbar. Warum trifft er denn mich? Ey, Nils, spielst du auf Konsole oder PC, Evil Elmo? Ne, ich spiele auf PS5. So, wir haben hier ein Lager auszuscouten. Aber ich glaube, jetzt müssen wir den hier leider erlösen. Oh nein! Johnny, nein! Warum? Ist eh zu spät. Naja, haben wir den Salat. Sauer. Ey. Alter, Bullies! Was für Bullies? Okay, jetzt bin ich sauer. Unnötig. Unnötige Beulen davon getragen. Das war nicht gut gemacht. Aber hier ist wieder so ein feuriger Schmetterling. Schwarzer Feuerfalter.
So, ist hier noch irgendwas in der Gegend, was mir in den Rücken fallen kann? Ich hoffe nicht. Verzeihung. Hier muss eine Truhe oder irgendwas sein. Ich kann ja nicht einfach ihr Quartier beziehen, ohne dass es was Köstliches gibt. Eine Feuerspirale, okay. Das war's, oder wie? Keine Box, nix. Das ist natürlich zu wenig. Naja, was willst du machen? Guck mal kurz hier runter. Vielleicht gibt's ja hier so Steinchen, wo man runterspringen kann. Mit seinem Pony. Ist ja manchmal so. Aber hier nicht, ne? Dann muss es da irgendwie in den Felsen reingehen hier. Ich erwarte hier immer noch Aufzüge. Da ist auch ein Wasserfall und so. Das wird schon irgendwie noch was geben. So, das gucken wir uns gleich an. Jetzt sind wir erstmal hier. Guck mal hier. Feuerfalter nehmen wir auch mal mit. Was haben wir hier in dieser Kirche des... Achso, hier war ja gerade schon Kirche des Trostes. Da haben wir so eine Leckerei gefunden, die wir gleich einlösen können. So, was haben wir hier? Braucht man diese Pilze? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Ingredienzien hier wichtig sind, aber ich nehme sie jetzt mal mit. Ich habe sie bislang nicht so viel genutzt, dieses Crafting-System. So, da ist ein wilder Rittersmann. Der passt auf jeden Fall gut auf. Das schauen wir uns gleich an. Und dann gehen wir einmal noch hier an den Wasserfall ran. Gucken, ob dahinter irgendwas ist. Es ist so sehr zum Klischee geworden, dass ich hinter Wasserfällen immer was verbergen muss, dass sich seitdem hinter Wasserfällen nichts mehr verbirgt. Wir müssen demnächst wieder ein Zeitalter erreichen, in dem dann wieder, wenn man das dann nicht erwartet, hinter Wasserfällen wieder etwas zu finden ist. Es ist immer so eine Sinuskurve der Erwartung. So. Wer bist du? Kennen wir uns? Alter, der hat schon seine Axt. Ich bin auch kaum bei ihm. Bist du alleine oder? Okay. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich krieg immer unnötig noch einen übergebraten. Das muss nicht sein. So, hier ist es jetzt sehr dunkel. Wenn ich das Licht anmache, dann sehen die mich vielleicht. Ignorieren die mich? Ne, sie ignorieren mich einfach nicht. Okay, dann. Kann ich sie auch nicht ignorieren? Ja, okay. Ja, genau das ist das Problem gerade. Total unvorsichtig. Es gibt so viele Schmiedesteine hier, also die geizen auf keinen Fall mit diesen Materialien. Das bedeutet schon, man soll auch alles ausprobieren, die Waffen. Aber solange ich hier keine Waffen bekomme, die für mein Bild sind, nützt es mir nichts. Es sei denn, ich stelle mein Bild um auf ein Stärkebild, womit ich jetzt so ein bisschen auch spiele gedanklich. Dann müsste ich wahrscheinlich erstmal ins Hauptspiel zurück und da gibt es ja die Möglichkeit, den Bild zu ändern. Warte mal. In dieser dunklen Höhle verläuft man sich aber ganz schön schnell. Guck mal, das sieht aus wie so ein klassisches Survival-Crafting-Spiel. Wenn man das erste, was man machen muss, man braucht 8 Stöcke und 12 Blätter und dann kann man sich hier so einen Safe-Punkt bauen. Das ist immer das Erste. Vielleicht haben die das auch gemacht. Aber geht's denn hier irgendwo hoch? Oder was ist hier? Das sieht mir schon so ein bisschen... Ja, okay. Aber weiter geht's vermutlich nicht. Was ist da hinten? Vielleicht mit meinem Pony, ja? Aha, was ist hier? Ah, ich muss mal meine Lampe anmachen. Was ist denn hier nichts?
Ja, ein bisschen enttäuschend ist es hier. Geht's nur tief hinab. Also wir kommen auf jeden Fall da hinten noch in dieses andere Gebiet runter. Nehmen wir mal an, da wird irgendwo ein Fahrstuhl sein. Und ich habe das Gefühl, wir kommen auch noch da oben hin, wo der Wasserfall runterstürzt. Das sah mir auch so aus, als wenn da noch eine Plattform wäre. Aber hier ist erstmal nichts. Schade. Ja, da müssen wir, glaube ich, wieder zurück einfach. Und einen anderen Eingang finden. Dann müssen wir vielleicht wieder... Ist hier vielleicht irgendwo auch noch ein Kartenstück? Also da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Wir gucken nochmal ab und zu hier runter, ob da irgendwo... Nee, das ist auch zu tief. Das muss einen anderen Weg runtergeben. Verzeihung. Überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Nee. Das machen wir anders. Irgendwie kommen wir da runter. Hallo Alex. Ja, ich spiele PS5, genau. Naja, dann gehen wir wieder in die andere Richtung und schauen mal, ob wir da... Hallo? Ah, ne, hier geht's nicht runter. Schade, schade. Na, wir finden noch einen Weg. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes versuchen wir unser Glück mal hier durch diese Schlucht. Also, da ist ja noch ein Kartenstück. Vielleicht kommen wir hier durch. Das heißt, da müssten wir ja auch... Sollen wir mal dahin reiten? Vielleicht geht es ja da runter. Wir gucken. Oh, hier ist auch noch was. Oh nein, hier wurde eine arme Karawane überfallen. Aber wer hat dann die Karawane nicht vernünftig geplündert? Da liegt auch noch was. Guck mal, der hat sich am weitesten geschleppt noch. Aber auch er ist sein Verletzung erlegen. Ja, irgendwer hat die einfach gemolcht. Sagt man das? Molchen? Abmolchen? Kann man doch sagen, oder? Die Abmolchen. Warte. Nee, das sind andere Kreuze. Ich dachte gerade, das sind diese sagenumwobenen Kreuze, die man hier findet, aber das ist was anderes. So, ja, diese Pilze nehmen wir mal mit. Was wir haben, haben wir. Oh, hier. In diesem Knarzbaum, da hängen sie, die armen Leute. Kann man die da runterschießen mit einem Pfeil? Nö. Schade. Ich hätte sie gerne erlöst. Haben sie von diesem Baum geschossen. Aber geht nicht. So, jetzt geht's hier in diese Richtung. Da sehe ich doch auch noch etwas. Schaut mal. Ahaha. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da unten sehen wir auch noch eine Kirche. Achso, das ist die unterhalb des Wasserfalls. Ist das derselbe Wasserfall? Wir sind da. Oh, warte mal. Was leuchtet denn da jetzt so? Was ist das denn jetzt? Was leuchtet da so schön türkis? Was ist das?
ist das? Eine Larventräne. Ein Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Aha. Aha. Damit kann ich meine Attribute verändern. Also das ist ja fast schon ein Zeichen des Spiels an mich. Könnten wir natürlich jetzt wirklich nochmal ein Stärkebild machen und dann diese ganzen neuen Dinge auch mal ausprobieren, die uns hier geboten werden. Aber erstmal gucken wir hier. Da kommen wir doch bestimmt drauf. Jetzt galoppieren wir hier entlang und schauen mal da rechts, ob wir da an die Schlucht reinkommen. Hier so viele von diesen süßen Hirschen, die haben eine richtig gute Zeit. Oh, ein Geisterwolf. Oh fuck. Unglaublich. Nichts Besseres zu tun, als die Lebenden zu terrorisieren. Fuck. Der kam mit leichter Verspätung. Der Zauberer, der nie pünktlich kam. So war er zu Lebzeiten bekannt, so kennt man ihn im Tode. Geistergrabstein. Auch ein schöner Ausblick. So, eigentlich wollten wir da runter. Nehme ich Schaden aus der Höhe vielleicht. Dann schauen wir doch mal. Was? Pilzies? Oh, was ist denn hier? Das ist ja... Hallo? Okay, jetzt habe ich gerade Dark Souls 3 Vibes. Was ist denn das Geiles? Gemälde der Heilige Turm. Ist das? Das Werk eines reisenden Künstlers erinnert an das Gemälde der Heilige Turm. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Ja. Okay, das ist ziemlich cool. Das war ja dann vermutlich... diese Stadt hier, oder? Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas von haben, wenn wir den Geist finden und dann ihm das Porträt geben oder sowas. Ich glaube nicht, dass das eine Option ist. So, hier wollte ich mal gucken, ob wir hier runterkommen. Ja, nö, einfach gar nicht. Dicke, fette Schlucht. Aber... Nope. Aber wir können da über die Brücke und dann einfach rechts.
dann sind wir natürlich, also wir können über diese Brücke. Wir sind ja damals, glaube ich, direkt drauf zu, aber wir können einfach hier runter wieder. Das haben wir dann. Aber eigentlich wollte ich ja hier durch diese Schlucht schlüpfen. Die Schlüpfschlucht. Das geht aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So, galopp, galopp. Hier müssen wir an diesen gierigen, geierhaftigen Harpien vorbei stürmen. Die sind mir aber egal. Die wissen natürlich überhaupt nicht, wer ich bin und was ich schon alles geleistet habe. Was passiert hier? Dann machen wir das mal hier über die Brücke. Und dann aber natürlich nicht wieder Richtung Bossraum, sondern beziehungsweise, wisst ihr was, ich muss mich da ja nicht wiederkommen. Wir machen uns das mal ein bisschen leichter. Ich glaube, auf der Brücke dürfte es noch allerlei Gegnerschaft geben, die da auf uns lauern. Das müssen wir uns jetzt ja nicht geben. Ich wollte diesen Weg mal lang. Ich bin mir nicht sicher, was ich da schon alles gesehen hatte. Können wir das hier mal löschen, ja. Also quasi in die Richtung da. Hier sind nämlich noch allerlei Unholde auch. So, was hatte ich hier alles schon gemacht und was nicht? Okay, warte mal, habe ich das Lager hier schon ausgeräuchert? Ob ich hier schon alles gemacht hatte. Das ist ja nur so eine kleine Stube hier. Wir haben wahrscheinlich gar keine Köstlichkeiten dabei, oder? Nur so ein Falter halt. Hallo Turbo, hallo Gesa. Wir sind auf Erkundungstour. Oh, da sind ja noch welche von denen. Hey. Schmiedestein. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Kommt mir so vor. Kloppen die sich da gegenseitig? Guck mal, so drei Oger oder Trolle, die sich da verprügeln. Das ist ja ein geiles Bild. Trolle sind ja eigentlich nachtaktiv, ne? Also tagsüber werden die ja zu Stein. Vielleicht ist das jetzt ja ein Schauspiel, was man nur des Nächtens mit ansehen kann. Aber, also, machen die sich auch Schaden gegenseitig? Nee, leider gar nicht. Guck mal, das ist einfach nur wie Wrestling. Die kloppen sich gar nicht wirklich tot. Das ist natürlich schade. Ich hätte gedacht, die tun sich gegenseitig auch ein bisschen weh. Die kloppen sich einfach, die mögen sich nicht. Das sind einfach Brüder, glaube ich. Oder die üben oder was auch immer. Ob die tagsüber auch da sind? Hey, Maxim, was geht ab? Wie lange machst du heute so grob? Ach, ich würde sagen, mindestens bis um 9. So bis um 9 ist Fußball und dann überlege ich mir, ob ich Fußball gucke oder ob ich, je nachdem, wie es hier gerade so um mich steht. Ich frage mich gerade, ob diese Freunde hier tagsüber auch da sind. Ich reite mal ganz wild an denen vorbei. Das ist vielleicht auch so eine Art Rave oder so. Oder das ist eine Geburtstagsparty. Man weiß ja nicht, die haben ja ganz andere Sitten und Bräuche. Vielleicht ist das auch einfach ein Wiedersehen, dass die so... Ah, warte, jetzt gibt's Schaden auf einmal, oder was?
Jetzt nimmt da irgendwer Schaden. Jetzt machen sie ernst. Okay, das war vorher Geplänkel. Wir gucken mal, was hier noch so ist. Oh, 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 was haben wir denn hier? Oh, da geht's hinab. Hallo? Oho, eine Gnade. Lavazulauf der ruinierten Schmiede. Chillig, dann lurke ich zum Feierabend rein bei dir. Ja, Maxim Hammer, du bist ja immer herzlichst willkommen. Ich habe ja so einen kleinen VIP-Bereich für dich. Da ist so eine rote Kordel mit so goldenen Ständern. Und dahinter ist immer so ein silberner Eimer mit Eis, in dem teuerster Champagner steht. Und da ist ein Platz genau. Und dieser Platz trägt deinen Namen. Ja, was hat er hier? Wehklagendes zu vermelden. Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felsen sehe. Er hat keinen Bock mehr auf Felsen. Werde ich ihn. Ich werde ihn finden, daran besteht kein Zweifel. Na gut. Also der Geist sucht sie, die Schmiede und die Felsen. Und da, guck mal, das ist doch eindeutig. Wir alle haben Herr der Ringe und so gesehen. Wir wissen, tief im Berg verborgen, wo die Lava fließt, befindet sich die Schmiede des besten Schmiedes der Welt, den man aufsucht, wenn man zum Beispiel für die Mutter ein Utensil zum Geburtstag braucht, etwas ganz Besonderes. Trefft sie an ihrer Schwachstelle. Okay, das ist doch ein Hinweis. Und ich sehe schon die Schwachstelle. Ich habe sie instant ausgemacht. Pass auf, ich zeige euch die Schwachstelle. Das da ist die Schwachstelle. Die da. Jetzt weiß ich, muss ich einmal kurz checken. Ja, der ist böse, das ist gut. Und rein in die Schwachstelle. Was? Stell sich raus, das war überhaupt nicht die Schwachstelle. Oh Gott. Okay, der kann auch ganz gut wresteln, der Ogre auf jeden Fall. Kommt der überhaupt durch die Tür durch? Gibt ja manchmal so Leute, die... Okay. Ah, die gute Zweier-Dreier-Kombo. Jetzt ist er einmal noch wütend. Oh ja, geil. Aber das ist doch deine Schwachstelle da. Warum? Ah, okay, man sollte immer nur einmal hauen, nicht gierig werden. Ja, ich sag's einfach und mach's, halt mich selber nicht dran. Harte Rückhand. Ja, lieber noch einmal was essen. Müssen wir nichts riskieren jetzt. Bier Nils ist nicht mehr da. Okay. Oh, er lebt noch! Wieso lebt er denn noch? Da habe ich gedacht, das wäre es schon gewesen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass der Gear Nils nicht wieder rauskommt. Okay. Schöne Schmiedesteine. So, jetzt haben wir die Schmiedesteine. Die müssen wir auch zur Verwendung bringen dann natürlich. Hier noch mehr rum? Nee, ne? Alles so verfallen. Jetzt noch mit Doppelschwertern. Ja, ich habe bislang noch nichts gefunden, was für mein Bild jetzt gut wäre. Das sind alles so Strength-Waffen. Und... Fuck. Okay.
Ich glaube, ich muss umskillen. Ja, habe ich mir gedacht. Strength staggert zu gut in PvE. Mhm. Ja, ist schon schade. Also ich habe natürlich jetzt nicht vor, das ganze DLC mit meinen Hauptspielwaffen durchzuspielen. Aber wie gesagt, alles, was ich bekommen hatte bislang, reine Strength-Waffen und beziehungsweise nicht nur Strength, sondern auch Wille oder sowas. Also exakt alles, was ich nicht habe. Und deswegen wird es jetzt einfach Zeit, dass ich mal was Cooles Neues bekomme. Diese Blobs hier, die werden, glaube ich, seit Demon's Souls recycelt, oder? Also irgendwer hat die mal kreiert und bei jeder Teamsitzung, wenn darüber diskutiert wird, welche Gegnertypen wollen wir, die schaffen es immer wieder nominiert zu werden. Die sind immer dabei. In den Schmieden werden dir die Waffen gefallen, haben alle das gleiche Thema und es ist recht witzig. Okay, ich bin sehr gespannt. Guck mal hier. Diese dicken Ketten, ne? Ich würde so gerne mal hier rumlaufen, wenn das Ganze in Betrieb ist und das nicht alles so dreckig und kaputt ist, sondern wie sieht das aus, wenn die Leute hier ihr Tagewerk verrichten? Guck mal, da ist wieder so ein dicker Schmied, der hat auch gar nichts mehr zu tun. Die sind wie so Putzroboter, die einfach dastehen und rein theoretisch noch funktionieren, aber die nicht mehr funktionieren können, weil um sie herum alles kaputt ist. Das muss für einen Roboter ein absoluter Albtraum sein. So, steht hier unter mir einer? Nö, ne? Ich kann mich auch auf den droppen lassen von der anderen Seite. Das machen wir einfach mal, dann verkürzt es den Kampf vielleicht etwas. Kriegen wir heiße Füße? Oh, ein Handbuch des großen Herrschers. Was können wir damit bauen? Schwerer Vulkantopf. Okay. Der schwere Vulkantopf. Was haben wir hier noch? Nichts. Eieiei, genau. Wollte der mir einfach auf den Kopf fallen? Ja, man muss auch immer hier nach oben schauen. Da oben ist der nächste Blob. Hallo. Die sitzen da die ganze Zeit und warten, dass sich alle paar tausend Jahre hier mal jemand her verirrt. Dann wollen die sich auf ihn stürzen. So, ich gehe jetzt nicht die Leiter runter, sondern ich gehe jetzt hier rüber. Und dann droppe ich mich auf den armen alten Schmied, der nichts dafür kann, dass hier alles vor die Hunde gegangen ist. Und mach den platt. Okay, das war einfach erbärmlich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay, was war das? Achtung. Okay, sehr blöd. Ich wusste nicht, dass das eine Option ist. Erstmal die Gefahr aus dem Weg. Au, nee. Was war das denn für eine Aktion? Ich komme nicht so an seine Schwachstelle daran. Das ist, muss ja offensichtlich sein Popo sein.
Ah, danke. Warum? Okay. Ich dachte, ich muss R1 drücken. Stellt sich raus. Au, was ist das denn? Kommt der schwer her? Klassische verzögerte Taktik. Ja, wahrscheinlich ist er dumm. Kann man nicht geizig sein mit den Tränken. So, das ist eine langwierige Geschichte, weil bei diesen Steingolems mein Blutbild natürlich gar nichts bringt. Haha, Blutbild, lol. Weil die hier nicht bluten können. Die sind ja aus Stein. Im Gegensatz zu manchen gestaltlosen Geistern. Die können wunderbar bluten, aber der nicht. Und ich habe gerade diese eine Situation, als er auf die Knie ging. Ich dachte, ich muss quasi R1 drücken in sein Gesicht rein. Aber ich hätte auf der Rückseite vermutlich R1 in seine Schwachstelle reinkrapschen müssen. Da stand ich leider falsch, bis ich das gecheckt habe, war er wieder auf den Beinen. So, hier können wir aber richtig die ganzen Schmiedesteine abgreifen, was uns natürlich wirklich einlädt, ein paar neue Builds auszuprobieren und die alle hochzuleveln. Guck mal, hier sind richtig viele tolle Ressourcen. So, jetzt laufe ich hier noch einmal alles ab, dass ich hier nichts übersehe. Auf dieser Ebene, guck mal, da haben wir nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen was Leckeres. Und hier geht's. Da ist ein Hebel. Da können wir, okay, jetzt sind hier wieder 27 verschiedene. Da ist der nächste. Oh, ich habe nur noch einen Flask. Frage ist, A, wenn er so sitzt, kann ich ihm da reingrapschen? Und B, ich meine, ihm scheint alles egal zu sein. Ich kann einfach hinter ihn rennen, das Item nehmen und wieder abhauen, oder? Ich glaube nicht, dass ich da jetzt Grapschi-Grapsch machen darf, oder? Tapsi, tapsi, taps. Okay. Lassen wir ihn leben. Das könnte der letzte seiner Art sein. Okay. Oh, shh. Oh, der schmeißt jetzt nicht irgendwelche Steine nach mir, oder? So, hier, ne, ist überhaupt ein Hebel da? Warte, da, wahrscheinlich müssen wir die Lava ablassen, ich weiß es nicht. So, dann kommen wir ein Stück ran, dann schnappe ich mir da hinten die Köstlichkeiten und im Zweifel, ich muss nicht gegen dich kämpfen am... So, der andere ist da. Ich guck mal einmal hier runter. Was natürlich jetzt mega blöd wäre, ist, wenn der dann da oben steht und wartet auf mich. Ja, ich befürchte, ich muss mit dem Hebel die Lava ablassen. Jetzt passiert eventuell genau das, worauf ich keinen Bock habe. Aber so ist auch ganz lustig eigentlich. Aber du erzähl mir nicht, dass du die Leiter klettern kannst. Jetzt hängt er da unten. Oh Gott, was ein schlimmes Schicksal. Früher, als er jünger war, ne?
als er ein kleiner, junger, vorwitziger Steingolem war, da konnte er diese Treppe noch steigen, aber er wusste auch immer, irgendwann ist man zu alt und irgendwann wird man das letzte Mal diese Leiter hoch und runter gestiegen sein. Und er weiß, scheiße, auf diesem Plateau werde ich den Rest meines steinigen Lebens verbringen. Aber okay, er hat es so gewollt. Ich hatte ihm Frieden angeboten. Er hatte kein Interesse. Er wollte lieber mir hinterherhetzen. Und das hat er jetzt davon. Der Arme, ja. Aber ist auch ein Stück weit ein selbstgewähltes Schicksal. Ich bin ja gar nicht hergekommen, um Ärger zu machen. So, ich dachte nämlich, das hier, glaube ich, habe ich aus der Entfernung für einen Hebel gehalten. Das ist aber gar kein Hebel. Warte, jetzt nimmt er sogar Damage? Oh nein, jetzt geht er auch noch ins Lavabad rein. Okay. Aber guck mal, ganz langsam. Ganz langsam. Oh nee, jetzt geht er wieder zurück. Oh, er ist auch ein bisschen doof, leider. Oh, Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe, oh, heiß, Hilfe. Okay, jetzt hat er es geschafft. Und jetzt geht er wieder. Oh nein. Aber er nimmt wirklich Minimalschaden. Vielleicht ist das auch ein Hinweis. Vielleicht gibt es hier so eine Art Steinschuhe, mit denen man über Lava laufen kann. Er ist ja das beste Beispiel. Guck mal. 100 Jahre später. Der langsamste Tod der Welt. Naja, vielleicht dann tatsächlich mit Steinschuhen kann ich durch die Lava stapsen. Das wäre natürlich auch eine gute Sache. So. Dann haben wir vielleicht hier schon alles erledigt. Da hinten ist jetzt der andere Boy. Den lassen wir auch in Ruhe. Ne? Der war da um die Ecke. So, dann können wir jetzt hier wieder hoch. Da die Leiter. Und dann geht's weiter. Oder können wir sogar auch... Warte mal ganz kurz. Die Leiter... Also wir kommen ja auf jeden Fall auch hier hoch. Das muss ich mal eben nachdenken. Ob ich überhaupt diese Leiter jetzt haben will. So, da wollte ich eigentlich lang, aber das ist dann ja dieselbe Leiter, ne? Das ist ja die ich jetzt... Warte, das ist die da hinten. Ne, das ist eine andere. Okay. So. Dann gehen wir jetzt mal diese Leiter runter. Dieser Golem da, der ist eine ganz gute Orientierungshilfe, weil der ja immer noch in der Lava steht. Was haben wir denn hier? Da, guck mal, da ist nämlich ein Hebel. Und da würde mich doch jetzt einiges verwundern, wenn das nicht auch was mit dem Lava-Stand zu tun hätte. Er will natürlich jetzt die Lava auch für sich nutzen, um friedlich aus dem Leben zu gehen, aber ich muss ihm auch da wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Na? Oh. Okay, es ist leider nicht das Ablassen der Lava, aber was ähnlich cool ist. Nice. Der arme Typ. Jetzt ist die Frage, komme ich da mit einem beherzten Sprung rüber? Ich hoffe doch. Weil ich habe natürlich jetzt gar kein Interesse an der Situation. Pass auf, folgende Situation kann jetzt passieren. Ich sag's euch jetzt, okay? Ich springe hier rüber, merke, das ist zu weit weg. Ich komme da nicht rauf auf dieses Metallrohr. Fall quasi in die Lava rein, krieg von hinten instant einen mit seiner Keule. Schaffe es nicht mehr aufzustehen, weil die Lava so zähflüssig ist. Und komme nicht mehr auf die rettende Plattform und sterbe dann in dieser Lava. Und dann schließt sich dieser Witz, weil er... ist runtergefallen und ich dachte, dadurch habe ich ihn besiegt und am Ende ist es genau das, was mir zum Verhängnis wird. Exakt das kann jetzt passieren.
Knapp. 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 Mal ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darauf komme. Oder ob ich im Inneren des Rohres laufen muss. Muss ich vielleicht im Inneren des Rohres laufen und nicht oben auf dem Rohr rauf? Borsimann darf ich hier nicht holen. Gibt es da noch eine andere Ebene oben? Also. Also beim nächsten Mal bin ich einfach tot. Da war ein Gitter? Okay, also ich kann nicht im Inneren laufen, ja. Aber mal ehrlich, Leute, dann komme ich da einfach nicht rüber. Ich bin doch... Jetzt muss ich drüber nachdenken, wie mache ich das denn jetzt am besten? Also es ist ja ganz offensichtlich gewollt, dass ich das Rohr hier nehme. Aber ich bin nicht weit genug gesprungen. Ich komme nicht weit genug. Ich werde sterben. Es wird genau das passieren, was ich gesagt habe. Ich bin im letzten Moment gesprungen, also... Okay, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich springe jetzt mal hier ab und guck mal, wo ich lande. Und dann messe ich das mal. So. Guck mal, das ist hier, da wird es halt nicht mal eine Ehrenurkunde, maximal eine Teilnehmerurkunde geben, wenn das jetzt Schulsport wäre. Wie weit ist das hier? 2,50 Meter oder so. Diese Strecke hier, die nehmen wir jetzt mal grob im Geiste, messen die mal durch und legen die mal hier an. Und da sind wir doch, schon uns einig, das ist also verdammt knapp kalkuliert. Oder muss ich von unten darauf? Ja, vielleicht muss ich auf so ein... Vielleicht muss ich leicht, so leicht von hier so. Es könnte einfach mal... Es könnte unser Ende sein! Es könnte unser verflixtes Ende sein. Shit. Oh! Flink wie ein Huhn. Sehen Sie, Herr Schmied? Ja, ja, ich weiß genau, Sie haben auf mich gelauert. Sie haben die ganze Zeit genau das war Ihr perfider Plan. Sie sehen so dumm aus und einfältig mit Ihrem kleinen steinernen Köpfchen. Aber ich habe Sie durchschaut. Sie wollten von Anfang an, dass es genauso kommt. Und fast hätten Sie es geschafft. Fast hätten Sie es geschafft. Sie haben vielleicht nicht mein Leben erhalten, aber meinen Respekt haben Sie bekommen, werte Herr Steingolem. Oh, da kommt hoffentlich nicht irgendwas jetzt hier runtergerauscht. Es ist exakt eine Rauschesituation. Ich habe keine Flasks mehr. Ja, das wollte ich vermeiden. Ach du. Okay. Wir haben nicht mehr so viel Leben, wir müssen aufpassen. Da dreht sich ein Rohr, das wird aber, hier wird das Ende sein, alles klar. Was dreht er denn überhaupt da rein? Will der die Lava hochdrehen? Oder was ist der Zweck dieses Rohres? Also da ist so ein Drehding. Ich glaube, der will Lava hochdrehen damit. Es gibt so eine Erfindung von Archimedes. Und die habe ich mal gesehen im Archimedes-Museum in Syracura, wo der gewohnt hat. Und
da hat der hat so ein, genau sowas erfunden, so ein Rohr. Und das ist dann so spiralförmig gedreht mit so Pfannen sozusagen. Und wenn man das dreht, diese Spirale, dann wird der Inhalt, also das Wasser, meistens sowas ursprünglich mal geplant, quasi durch die Drehung nach oben befördert. Und das kann natürlich so sein, dass sie damit die Lava hochtransportieren wollten, um die dann zum Schmieden zu nutzen. So, da hinten ist er noch, unser Freund. Okay, gibt's hier eine Gnade? Nein. Ich bräuchte mal was Gnadiges. Oh, Amboss-Hammer. Und einen uralten Drachenschmiedestein. Und das der Ausgang des Dungeons. Okay. Also. Verstärkt Waffen auf plus 25. Ja, geil. Wir haben 6 Stück davon. Weil ich die natürlich alle gespart habe. Ich bin halt so ein Sparfuchs. Bei solchen Spielen. Wir können jetzt nochmal richtig Riot gehen. Das ist natürlich wieder eine Stärkewaffe. Das ist ein bisschen schade. Das sind alles Stärkewaffen bislang. Talent. Also ich kann euch ja mal zeigen, was wir bislang an Schwertern bekommen haben. Wobei, warte, kann ich das hier sortieren nach erhalten? Ja. Und zwar der hier, der Amboss-Hammer, Stärke 39, Weisheit 11 und Glaube 20. Exakt Sachen, die wir nicht haben. Also genau konträr zu dem, was wir geskillt haben. Ja, der Dolch, okay. Whatever. Dann schwarzen Stahl, Großhammer, Stärke 25, Glaube 17. Exakt konträr zu dem, was wir geskillt haben. Großschwert der Einsamkeit, Stärke 27. Ist halt eine Stärkewaffe. Wir haben Stärke 12. Und das Moonrifle, das hatten wir vorher schon, glaube ich. Oder haben wir das auch im Add-on bekommen? Jedenfalls auch Stärke und Weisheit. Also, das könnte ich mir erlauben. Mit dem aufspießenden Stoß. Der Speer ist eine Stärkewaffe. Also es ist wirklich ein bisschen schade. Nils, hast du Runenbögen? Ja, ich habe Runenbögen. Jede Menge Runenbögen sogar. Aber wir sind ja am Ende des Dungeons und brauchen die deswegen jetzt, glaube ich, gar nicht. Wo ist das Museum? Will es auch besuchen, fragt Alex. Siracusa, das ist auf Sizilien. Und Siracusa ist die Stadt, in der Archimedes gelebt hat. Und ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese Geschichte hier, wer stört meine Kreise? Weil, kurzer historischer Exkurs, im Punischen Krieg haben die Römer Sizilien erobert und das war ja von den Sizilianern gehalten. Die waren verbündet mit den Karthagern und die Römer hatten natürlich ein strategisches Interesse an dieser Insel, weil das für die Karthager natürlich auch ein Foothold war, um im eventuellen Krieg da quasi das Mittelmeer zu kontrollieren beziehungsweise auch das italienische römische Festland anzugreifen. Jedenfalls war Sizilien von immenser strategischer Bedeutung und dann haben die Römer das so belagert und Archimedes hat dann in Siracusa, in dieser Stadt auf Sizilien gelebt und der hat dann so großartige Kriegsmaschinen entworfen, mit denen er den Römern das Leben zur Hölle gemacht hat. Da waren so Kräne bei, mit Haken dran, wo er dann über die Stadtmauer hinaus mit diesem Kran die Schiffe gepackt hat, mit dem Haken sie hochgezogen und an der Stadtmauer hat zerschellen lassen. Und ja, der hat ja so einige Erfindungen gemacht, die gegen die Römer und ihre Besatzungsmacht angewendet wurden. Aber irgendwann fiel Siracusa, weil die ein Fest gefeiert hatten und haben einfach gedacht, der Krieg pausiert halt, wenn wir eine runde Party machen. Und die Römer, denen war das halt relativ egal und haben dann während dieser Festivitäten die Stadt gestürmt. Und dann wurde ein römischer Soldat damit beauftragt, Archimedes lebend zu fangen.
und hat ihn auch gefunden. Und der hat dann aber, und da ist jetzt diese berühmte Szene, gerade irgendwelche Berechnungen im Sand angestellt und sagte dann, als der römische Soldat ihn mitschleppen wollte, ey, hier, lass mich in Ruhe, wer störet meine Kreise? Und der römische Soldat hatte ein leichtes Aggressionsproblem und hat ihn einfach erschlagen. Und so ist er verstorben. Und das war aber gar nicht im Sinne der Römer, weil die wollten natürlich dieses Universalgenie gerne kennenlernen und eventuell für eigene Zwecke einspannen. Guck mal hier. Was ist denn das? Das ist hier so eine Stufigkeit. Das hatte ich doch gesucht. Warte. Da komme ich ja da hoch. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme oder ob ich nur runterkomme. Eventuell komme ich auch nur runter. Nee, ich glaube, das ist reines Runterkommen. Ich glaube, mein Pony schafft das nicht, da hoch zu hüpfen. Aber wir könnten es ausprobieren. Ich glaube nur nicht dran. Und dann müssten wir uns eigentlich gleich da diese Golems auch nochmal angucken. Und ich überlege gerade, ob wir nochmal ein kleines Level machen sollten. Denn wir haben 143.000. Wir brauchen nur noch 44.000 Talerchen. Dann können wir einmal aufleveln. Dann, ich fühle mich immer ganz gut, wenn ich diese Level dann auch in Sicherheit gebracht habe. Irgendwas? Ja. So, dann gehen wir nochmal kurz an die Gnade. Wir brauchen 44.000 Mark. Und lass ich mal eben checken. 25.000. Pass auf, dann nehmen wir die große. Und jetzt brauchen wir noch ungefähr 20.000, bisschen weniger. Wir auch zwei von denen nehmen. Oh, was bringen diese hier eigentlich? 15.000. Ich weiß gar nicht, warum die. Also die sind ja schon anders, ne? Diese Schattenreichruhen. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme jetzt einfach mal diese Schattenreichruhen. Zwei Stück davon. So. Dann machen wir mal ein kleines Level. Aber jetzt habe ich zu viel getankt. Das war blöd. So, wir gehen jetzt mal auf 60. Das ist das Level Cap für Kraft. Ich habe einfach mich komplett verrechnet. Das war total blöd. Jetzt habe ich hier einen leichten Seelenüberschuss. So, jetzt aufs Pony rauf und dann schauen wir mal, was hier mit diesen Stufen ist. Ich glaube nicht, dass ich da rauf komme, das wird nur zum Absteigen sein. Aber wir würden natürlich jetzt keine ruhige Nacht mehr haben, wenn ich es nicht zumindest mal probiere. Ja. Lol, okay, warte. Okay, ja, aber wir kommen jetzt aber vermutlich nicht weiter rauf, oder? Oh Gott! Da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet, dass wir da hochkommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch weitergeht. Wahrscheinlich werde ich runterfallen und elendig sterben, aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben jetzt die Seelen nach Hause gebracht. Okay, 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 warte. Oh, fuck, das ist verdammt schwierig mit dem Gaul hier. Der ist nämlich.
Das ist nicht so einfach. Fuck. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Ich glaube, das wird einfach eine lange, zähe Angelegenheit, die am Ende nicht funktioniert. Nee, komm, wir lassen das. Das ist nicht dafür gedacht, dass wir da hochkraxeln. Guck dir das mal an. Ich meine, wir könnten das jetzt... Aber machen wir nicht. Wir gucken über uns die anderen Sachen an. Das wird nicht der einzige Weg sein, wie wir da raufkommen. Das ist eher der Weg vorunter. Guckt euch das an. Nee, nee. Das ist eher der Weg vorunter. So. Dann gucken wir uns jetzt mal diese Typen an. Also, erste Erkenntnis, die kämpfen auch am Tag. Die werden wahrscheinlich ganz schön kräftig sein. Das ist einmal hier so runter, aber hier ist dann... Waren wir da schon in diesem Sumpf? Weil hier kommen wir runter tatsächlich. Das machen wir gleich als nächstes. Aber ich möchte gerne einmal ganz kurz schauen, was jetzt hier Phase ist. Das ist ja einfach nur lustig, aber ich kann die ja wahrscheinlich nicht besiegen. Nein, ja, die verkloppen sich gegenseitig. Jetzt, wo ich da bin, nehmen sie auch Schaden. Ja, geil, das ist Spektakel. Das ist ja kostenloser Royal Rumble. Okay, die kämpfen gegen die Soldaten, aber nicht miteinander. Ich dachte, dass sie miteinander kämpfen. Oh, geiler Kampf. Also ich hätte alles eigentlich auf die Ogre gesetzt, aber die Soldaten machen hier einen guten... Die wehren sich gut, die Soldaten. Muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir müssen eingreifen hier ins Geschehen. Das Ungleichgewicht ein bisschen zugunsten der Soldaten kippen. So, der hier ist... Oh ja, der hat jetzt keinen Soldaten mehr, dann muss ich den hier... hör auf, das Gleichgewicht muss bestehen bleiben. Okay, so. Auf wen tippt ihr? Ihr könnt noch Wetten abgeben. Okay, wir müssen den... So, und jetzt One-on-One. Oh, ich glaube, der Soldat wird verlieren. Oder? Oder? Kommt er nochmal zurück? Er hat ihn down auf die Knie. Er hat ihn auf der... Er macht den Finisher. Mit den letzten Lebenstropfen, die er noch in sich hat, wehrt er sich verzweifelt gegen den Ogre. Der schleudert, der hat die Keule, aber die Keule kommt nicht durch. Er liegt wieder am Boden. Jetzt noch ein, zwei Schläge und das war's für den Ogre. Unfassbar, was ein Comeback. Ist es ein Doppelkill? Nein, der Ogre gewinnt. Und der Ogre ist tot. Unfassbar knapp am Ende. Unfassbar knapp. Da wäre der Mensch fast noch zurückgekommen. Hat alles in die Waagschale geworfen mit dem Mute der Verzweiflung, mit dem letzten Lebenstropfen, der seinem geschundenen Leibe inne war. Hat er sich nochmal gewehrt, doch es hat nicht gereicht. Und damit ist der Sieger der Ogre. Ist der Sieger der Ogre? Nein, ich bin der Sieger, weil ich habe am Ende den Ogre besiegt. Und daher bin ich jetzt der Sieger. Spannende Geschichte, ja. Absolut richtig. Haben wir jetzt verdammt viel... Nö, wir haben nicht verdammt viel Lebenspunkte, Seelen dafür bekommen. So, hier wird wieder gekloppt. Alles klar. Aber das ist uns jetzt egal. Wir müssen jetzt nicht jeden Kampf sehen. Wir wollen stattdessen mal hier runtergehen. Ist der noch am Leben? Nee. So, jetzt haben wir hier wieder verschiedene Fährten. Der hat mich im Visier. Der fragt sich, wer ist das? Wer wagt es, sich an mir vorbeizuschleichen? Oh. Oh, das ist der Nächste. Aber wie gesagt, wir müssen uns nicht mit jedem kloppen. Guck mal, hier ist eine Höhle, oder? Ist es? Nee, ist keine Höhle. Schade, ich dachte, das wäre eine Höhle. Könnte natürlich sein, dass hier da links oder rechts noch irgendwo ein Dungeon ist. Das wäre auch so ein Elden Ring Ding. So FromSoft, dass man denkt, ha, ich bin voll schlau. Ich
nehme diese Route da oben lang, dann sehen die mich nicht. Aber dann verpasse ich links oder rechts eine Höhle. Das ist so ein typisches Ding, wo Mut belohnt wird und Feigheit bestraft. Deswegen würde ich nicht ausschließen, dass hier an den Kanten noch irgendwas ist. Oh, guck mal hier. Eine kleine Mini-Rune. Aber ansonsten... Okay, dann halt nicht. Oh. So, oh, guck mal, da kommt der. Oh, der ist ja richtig schnell. Aber nicht so schnell wie mein Pony und ich. Er geht zurück. An der Stelle mal ganz kurz dem anonymen Schenker. Vielen lieben Dank. Witcom, BVB, Lord Samot, Nightmare 90, Monster 97, Schwupps. Vielen Dank für den Support. Ich weiß nicht, ob ihr noch da seid. Die sind schon teilweise ein bisschen älter. Aber vielleicht seid ihr noch da. So, da sehe ich doch schon mal so Blüten, die kann man 100% einsammeln. Frage ist, ob wir hier einen Giftschock kriegen, wenn wir da reinspringen in diesen Tümpel. Müssen wir einfach mal probieren. Ist ja nur das Pferd, ne? Oh fuck, das sind gar keine Sammelblumen. Das sind wahrscheinlich böse Blumen. Ja, die bewegen sich. Die schlurfen da. Und was ist das da? Giftiger Moosling. Oh, damit können wir sicher... Oh, ich gebe Hässlichkeit. Ach, ach. Pestilenz. Pestilenzratten. Arganesta. Herzlichen Dank. 32 Monate. Das finde ich erwähnenswert, Arganesta. So, was haben wir hier rechts? Oh, was Schönes. Guck. Festliches Fett. Na, festliches Fett. Nicht zu verwechseln mit normalem Fett. Nein, nein, das festliche Fett hat ganz andere Qualitäten als das profane Standardfett. Moin Nils, hast du den Löwenboss aus dem Trailer schon gelegt? Ich habe den Trailer gar nicht gesehen, glaube ich, weil ich mich nicht spoilen wollte. Aber eventuell habe ich auch diesbezüglich eine Begegnung gehabt. Ich will aber nichts spoilen. Denn die Folge ist noch nicht raus. Heute ist eine neue Folge gekommen. Es ist eine reine Boss-Folge gegen Renala. Das sollte man sich angucken, aber... Nee, ich spoil einfach gar nichts. Genau. Klumpenrad, vielen lieben Dank. Klumpenrad. So, wir reiten hier mal an diesem Moor entlang. Bin ganz freudig überrascht, dass man nicht sofort den Giftschaden oder sowas erhält. 8 giftige Mooslinge. Oh, das war ein giftiger Mooslingsammler, der da unten gestorben ist. Der hat nicht aufgepasst. Guck mal. Das war so ein vorsichtiger Sammler. Der hatte, das ist vermutlich für die auch so eine Art Pilze sammeln. Ich gehe in die Pilze, ich gehe ins Moor. Ja. Pass aber auf, Herbert, wenn du ins Moor gehst. Du weißt, da sind diese aggressiven... Wenn auch sehr langsam, aber dennoch sehr aggressiven, sehr tödlichen Pflanzen. Kommen die nicht zu nahe. Die hauchen den Tod aus, im wahrsten Sinne. Nein, Beate, nein, nein, nein. Ich gehe jetzt schon seit Jahren in den Sumpf zum Moosling sammeln. Du musst mich nicht immer belehren, du dumme Schnepfe. 30 Jahre sind wir jetzt zusammen. Und jeden Tag hast du das Gefühl, mir sagen zu müssen, was ich tun und lassen soll. Ich gehe jetzt extra in das Moor. Ja, okay. Mach das, Herbert, aber vergiss bitte deinen Stock nicht, deinen angespitzten Speerstock, mit dem du dich zur Wehr setzen kannst. Weißt du was, Beate? Ich lasse ihn jetzt hier extra stehen. Schon wieder willst du mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich gehe jetzt ohne den Speer. Nein, nein, Herbert, nun warte doch. Die Tür knallt. Herbert ist aus der Tür, aus der alten, sumpfigen Sumpfhütte davon gestiefelt in das Moor rein und er hatte auch schon 8 von den Mooslingen. Aber er war so aufgebracht und so sauer, dass er nicht nach Hause wollte und dachte sich, ach, ich sammle einfach noch mehr Mooslinge. Und dann ist er unvorsichtig geworden, hat nicht bemerkt, dass sich von hinten dieser wilde Wuchs da angeschlichen hat mit dem fauligen Pestatem und er hat ihn dann zu Tode gebracht. Und Beate, die Arme, die sitzt da jetzt zu Hause und wartet und wartet und jammert ganz kummervoll vor sich hin in der alten Knarzhütte, die sie fortan alleine bewohnt. Tja... Was haben wir denn da oben?
Ein Wildschwein. Lass mich in Ruhe, lass ich die auch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass ich die auch in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass ich die auch in Ruhe. Okay. Manche Leute sind so doof. Wieder so dunkel hier. Ich muss mit der linken Hand leider mein Zügel führen, mein Zügel halten. Sonst könnte ich ja die Fackel rausholen, aber ich bin auch zu faul, um die Fackel jetzt in die andere Hand zu nehmen. Ist denn eigentlich unsere Lampe noch an? Nee, warum auch immer. Okay, weiter geht's. Warte, ich muss mich orientieren. Hier lang, oder? So, mit diesen Klümpchen kann man 100 pro irgendwas, irgendeine Resistenz herstellen. Jetzt mal alles abreiten, ne? Oh, da ist so ein Riesengestrüpp. Das ist die Obermutter hier. Die ist von der Pro sehr aggressiv. Oh ja. Warte mal, die kennen wir doch noch. Da brennt sie lichterloh. Guck mal, ihre Kinderlein, die sind ganz außer sich und spucken Spuren des Zorns. Wo war ich stehen geblieben? Snooker und Marduk Bell. Heißt das Bell? Ja, ne? Danke für den Support, Leute. Ich finde das gut. So, es ist jetzt hier genug gekratzt worden. Oh, jetzt nehmen wir ein bisschen Schaden. Genau solche Oschis hatten wir im Hauptspiel auch an irgendeiner Stelle. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber die peitschten auch in dieser Soße um sich. Und waren relativ gefährlich auch. Und die hören auch einfach nie auf. Die kommen da nicht so leicht rein. Jetzt müsste ich da durch die Suppe reiten. Weil ihre Kinder sie ja auch schützen, ne? Aber ich hätte schon Interesse, sie zu legen. Aber das dauert jetzt ewig. Ich weiß gar nicht, was... Ja, zur Hälfte hatten wir sie. Nicht mal. Ah, nee, komm, scheiß auf die alte Blume. Müssen wir jetzt nicht machen. Solange sie uns nicht den Weg versperrt, können wir sie in Ruhe gedeihen lassen. Uns mal orientieren. Also da geht's auf jeden Fall... Oh, ist da der Wasserfall? Nee, das ist so ein Sprungpad. Oh ja, geil. Aber ja, da gehen wir natürlich jetzt hin. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt alles gesehen hatte. Wir müssen uns auch mal das fehlende Kartenstück besorgen. Naja, egal. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da könnte noch irgendwas sein. So, also da ist das Sprungpad, da kommen wir hoch. Das machen wir aber noch nicht. Erstmal gucken wir hier uns diese Hütte. Ist das die Hütte von Beate vielleicht sogar? Guck mal, da ist sie. Das ist Beates Hütte. Oh, wir kommen zu spät. Sie ist des einsamen Kummertodes gestorben. Oh, hier ist sie, da ist sie. Beate! Oh nein, oh nein, oh nein! Das sind ihre sterblichen Überreste. Und hier sitzt sie und wartet immer noch auf Herbert. Oh nein. Ihr ist vor Trauer ein Kinnbart gewachsen.
Ja. Das ist wahrlich eine traurige Geschichte. So, jetzt gucken wir uns mal, was wir gerade an, was wir für eine tolle Asche bekommen haben. Talisman, verstärkt die Wirkung von Magma. Oh. Verstärkt die Wirkung von Magma. Aha. Aber wir haben ja nichts Magma-artiges. Vielleicht kriegen wir irgendwann ja mal eine Waffe, die unserem Skillset entspricht. Dann würden wir vielleicht mit diesem Talisman auch was anfangen können. Wie wäre es denn mit der Magma-heißen Schwertschmiede der Geschicklichkeit? Sowas in der Art würde uns doch weiterbringen. Die Hütte habe ich verpasst. Kannst du eventuell mal kurz die Map zeigen, fragt Rental-Kit. Das mache ich doch sehr gerne für dich. Die befindet sich hier. Ich habe noch nicht das Kartenstück. Orientiere dich am besten hier an diesem Sumpfklumpen und dann einfach in den Osten. Da befindet sich dieser Ort. Die Hütte von Beate und Herbert. Die Herbertshütte. Hast du nicht das Magma-Großschwert? Das ist eine großartige Frage. Aber wenn ich das Magma-Großschwert hätte, würde es ja trotzdem nicht meinem Skillset entsprechen, weil ich bin ja Geschicklichkeit geskillt. Und ich muss mich einfach komplett umbauen. Ich habe ja auch extra schon so eine Umbauträne bekommen, die wir nutzen können. Hat das Spiel sich wahrscheinlich schon was bei gedacht, aber ich schrecke noch ein bisschen davor zurück, mein Bild jetzt komplett zu ändern. Weil ich immer noch darauf hoffe, dass ich jetzt in Kürze vielleicht mal etwas finde, was meinem Charakter eher zusagt. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier zurück und dann über diesen Strudel. Oh, hallo? Was ist das? Huch! Ja, das haben wir richtig gut gemacht. Aber warte mal ganz kurz. Das ist eine andere. Wir hatten ja eben schon eine gesehen, aber das ist eine andere. Wo ist denn die andere? Das ist so ein Tag-Nacht-Ding? Hallo? Geilo. Guck mal, da ist das zweite Ding. War das das, was wir... Nee, warte. Okay, da geht's ganz hoch. Das machen wir natürlich, aber erstmal untersuchen wir noch einmal die Zwischenebene, weil ich weiß nicht, wie oft wir hier wieder herkommen. Deswegen gucken wir uns erstmal hier oben. Manchmal ist ja hier noch irgendwas Feines. Scheint mir aber nicht so zu sein. Huch! Habt ihr das gerade gehört? Das klang wie Drachenschwingen. Schnell weg. Ja, gut. Dann halt den normalen Weg. Hat niemand gesehen. Oh, hohohoho, da ist eine Knarre. Ey, ey, oh, das war knapp. Alter Schwede. Ich wäre hier fast an der Seite wieder runter, wobei das nicht so oh, da ist ein Item. Schlimm gewesen wäre. Erstmal setzen wir uns hier da nieder. Das ist doch schön. Falle ich da runter? Nee. Kann man leider nicht öffnen. Hallo, hallo, hallo. Das ist ja schön. Aber, warte, da unten... Da war ein Item. Wir haben jetzt ja die Gnade gefunden. Das heißt, wir können da ja jederzeit wieder zurückgehen. Kann ich da mit dem Pony runter oder bin ich dann des Todes? Darf ich hier das Pony... Achso, mir ist das Pony ja auch eher abhanden gekommen gerade. Nee, dann können wir da leider jetzt nicht runter.
Naja, egal. Hallo, jemand hier? Hallo? Oder? Och, du Scheiße. So war das nicht gemeint. Weil der hat einen richtig guten Tarnmantel an. Ugh. Oh, ne, alter Schwede. Okay. Der. Warte. Okay, was ist jetzt hier mit Feuer und so? Da haben wir nicht drüber geredet. War nicht ausverhandelt. Wir haben auch richtig Blutungsschaden. Gesegneter Knochensplitter. Ich habe ja so einen Talisman. Wenn es irgendwo blutet, dann mache ich mehr Schaden. Das ist doch dann eigentlich vielleicht auch auf mich selber gemünzt. Weiß man nicht. So, da kann ich ja vielleicht hinüberspringen. Aber erstmal gehen wir die Treppe hinauf. Tap, titap, titap, tap, tap. Oh, eine Kiste. Was mag hier Feines verborgen sein? Ein Schmiedestein. Ein weiterer Schmiedestein. Kommt uns das Zeichen bekannt vor? Ich glaube ja. Links die Flamme, rechts dieser Kranz. Ja. So, da können wir rauf, bevor wir da... Gucken wir noch einmal kurz, bevor wir da runtergehen, aber ich glaube, hier haben wir alles... Dann jumpen wir da mal runter. Jumpy jump. Ja. Nehmen wir, was haben wir hier? Eine kleine gebrochene Rune. Hier... Oh, da sind zwei Wachen. Oh, da ist noch eine Gnade. Die sind aber dicht verteilt hier. Sehr gut. Sollen wir da mal eben rasten? Wir haben ja eigentlich bis auf diesen einen Typen da oben nichts weiter gemacht. Dann können wir auch, finde ich, einmal kurz rasten. Apropos rasten. Wir haben jetzt 1,5 Stunden. Ich würde sagen, wir machen eine kleine YouTube-Folgenpause. Wir haben jetzt hier diese wunderbare Burg gefunden. Und die werden wir jetzt erkunden. Und ich glaube, da... Oh, guck mal, da hinten, das steht da schon. Und guckt da, jetzt denkt er sich, ja, wie ist denn der da hingekommen? Und warum lebe ich wieder? Tja, bitteschön, ich habe dir dein Leben zurückgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier tolle Abenteuer erleben auf dieser Burg. Eventuell gibt es ja auch noch einen Endboss. All das werden wir wissen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge einschaltet. Das wäre doch eine gute Idee. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.